Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario. Bei mir, Shining. Ja, beim letzten Mal hatten wir endlich unseren ersten Bossfight und jetzt gehen wir die Serie rein. Auf dass wir im Meer landen. Oder direkt am Eingang. Hey, hat dir niemand beigebracht, dass man nicht auf göttliche Wesen tritt? Du lachst auf unser Symbol. Was ist das? Eine neue Form der Suche nach Erleuchtung? Hey, nicht mal mehr in Ruhe erleuchten lassen kann man sich hier. Ich bin nicht mit Absicht darauf gefallen. Aber schön, dass ihr euch jetzt alle hier reinbegeben könnt. Ohne Panik zu kriegen. So, wir sind draußen und direkt schlägt die Glocke Alarm. Willkommen, für dich haben wir immer geöffnet. Die haben mir einen Laden für mich eröffnet, mit Glitzerstiefeln. Panzer der Erleuchtung. Den muss ich haben. Ist halt ein Schatz. Was ist... Den er wird sagen, warum den da? Wenn du den willst, ist er sicher wertvoll und steht daher nicht zum Verkauf. Ist wahrscheinlich ein Tod. Ich hau den gleich nach raus. Aber erstmal will ich ein paar Glitzerhammer. Zwei sollten ja erstmal reichen. Und ich will auch noch ein weiteres paar Glitzerstiefel. Oh, Moment mal. Hier steht ja, dass du bei uns schon mehr als 5000 Münzen ausgegeben hast. Ein treuer Kunde wie du hat sich eine exklusive Belohnung verdient. Und zwar die deine neue Rabattkarte. Ein besonderer Bonus für unsere missbetuchteten Bärer. Oh, ein Zubehör. Gewährt den Läden feine 20% Rabatt auf Items und Ausrüstung. Ja toll, das hätte ich gern früher gehabt. Ja, einfach ausrüsten. Oh, wenn ich weiter fleißig einkaufe, wird der Rabatt sogar besser. Aber jetzt erstmal... Wusste ich's doch. Du wolltest mich sicher zum Auffüllen deiner KP benutzen. Als du noch dachtest, ich wäre ein Pilz, oder? Gib's zu. Ja, wollte ich. Ich glaube, er wollte eigentlich, dass ich das zugebe. So. Ist jetzt hier auch irgendwas neu? Popcorn, Popcorn, frisches Popcorn, 100 Münzen pro Tüte. Okay, ich nehme eine Tüte Popcorn. Da ist doch bestimmt ein Toad drin. Sag ich doch. Ich habe eine Tüte Toads gekriegt statt Popcorn. Ich will mein Geld zurück. Dafür habe ich nicht bezahlt. Popcorn ist aus. Tut mir leid. So, du willst auch mit mir sprechen. Willst dein Glück versuchen? Kostet nur 100 Münzen. Wie viele Läden haben die hier aufgemacht, während ich da drin war? Oh, ich bin immer noch jedes Mal so aufgeregt, was da wo draufsteht. Mach dich bereit, los geht's! Glückspilz, jemand macht dir Komplimente. Du bist der größte Mario! Okay. Ich warte gerade auf eine neue Lieferung. Okay. Das ist ein schöner Start übrigens in die Folge. Wir kommen zurück im Tempel des Erdpergamenton. Wir sind wieder im Geschäft und freuen uns schon wie verrückt auf deine großzügigen Spenden. Nein, danke. Erstmal... Oh, ich dachte, hier wäre ein Toad drauf gelandet. Hm. Naja, egal. Ist da unten auch was Neues, wenn ich gerade schon hier bin? Ne, hier scheint alles so zu sein wie gehabt. Die Tüte könnte ich gebrauchen. So. Und jetzt begeben wir uns mal dahin, wo wir eigentlich hin sollten. Das heißt, ganz oben auf dem Berg. Sofern nichts Interessantes unterwegs passiert, mache ich jetzt hier einen Cut, bis wir oben beim Berg sind, okay? Bis gleich. Oder noch nicht bis gleich. Du, Mario, wollen wir mal sehen, ob du stärker geworden bist, als deine KP angestiegen sind?
kannst jetzt bestimmt einen dieser Gummas mit einem einzigen Hammerschlag oder Sprung besiegen, ganz ohne Kampf. Kann ich? Ich kann. Okay, jetzt kann ich sagen, bis gleich. So Leute, ich bin zwar noch nicht ganz auf dem Berg, aber ich habe hier noch eine Höhle gefunden. Hier bei dem Maulwurf. Die wollte ich euch zeigen. Hier ist nämlich ein Schatz drin. Der Pappmacher-Gumba. Und wo wir bei Gumba sind, ich müsste gleich einmal in die Stadt zurück, weil nach der letzten Aufnahme, beziehungsweise nach einer der letzten Aufnahmen, hatte ich nämlich bemerkt, wie ich an dem auf den Haus dran komme. Also, ich hatte ja so ein Problem, dass ich bei einem nicht dran kam. Tja, hätte ich einfach mal die Umgebung direkt neben dem untersucht, hätte sich mein Problem sofort gelöst. Ihr werdet wahrscheinlich noch im Verlauf der Folge sehen, was ich meine. Ab hier ist ein Cut ja unnötig, weil wir sind fast oben. Ach, erinnert ihr euch noch, Leute, als ich fast zerstampft worden wäre von den Twoms? Oder als ein paar Gumba versucht hat, in mich reinzuspringen? Ach, das waren noch Zeiten, ne? So, Leute, jetzt müssten wir unsere neue Fähigkeit nutzen können. Los, Pergamacht! Los, Olivia, mach deine Pflicht! Ja, die Sequenz, die können wir überspringen. Die ist nicht nötig. Wäre schön, wenn ich dich im Kampf einsetzen könnte. Alles klar, dann lasse ich die Party mal steigen. Wieso machst du das so? Das ergibt null Sinn. Ich sag's ja nur. Tja, gar nicht mal so übel, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Kann ich jetzt dahinter oder ist das immer noch blockiert? Jetzt kann ich hier hinter, aber ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Auf jeden Fall rein da. Der Panoramaturm. Der sah wahrscheinlich auch schon mal besser aus. Jetzt sehe ich schon den ersten Toad. Hey, sieh dir nur mal an, wie groß diese Pilze sind. Und die Banane. Davon würde ich das ganze Königreich satt werden. Moment mal, etwas stimmt nicht mit denen, oder? Ach, das sind ja bloß Bilder. Flach wie ein Blatt Papier. Ich hoffe, du hast dich nicht schon auf einen Imbiss gefreut. Doch, hatte ich. Puh, das ist eins der größten Löcher, die wir bisher gesehen haben. Wir werden eine Menge Schnipse brauchen, um das zu reparieren. Ja, ich schmeiß jetzt mal alles rein, was ich habe, ne? So. Alles wieder Paletti. Hey, du hast dieses Riesenloch gestopft. Da steckt was drin. Oh nein. Das ist das Gesicht meines Bruders. Bei dem habe ich gleich gemerkt, dass es nur ein Bild ist. Aber ein wirklich gut bemaltes. Das muss derselbe Künstler gewesen sein, der auch die Pilze und die Banane gemalt hat. Ach, da auf dem Boden. Moment mal, das bedeutet ja, wer immer das gemalt hat, kennt meinen Bruder. Wie, das weiß ich auch nicht, aber es gibt keine andere Erklärung. Vielleicht war es auch dein Bruder? Fragezeichen. Erstmal ziehe ich den hier raus. Nein, du reißt mich noch auseinander. Es muss einen besseren Weg geben. Besser? Ah, so ist es besser. Willkommen auf dem Panoramaturm, Mario. Den Turm mit dem Souvenirs. Na gut, an dem Slogan arbeiten wir noch. Und etwas putzen müssen wir wohl auch noch. Also nicht, dass dieses Bild schlecht wäre. Es ist nur, jedes Mal, wenn ich es sehe, muss ich an das Monster denken, das uns angegriffen hat. Es war furchtbar, ein länglicher Körper mit einem riesigen Maul voller spitzen Zähne. Ich bekomme Knicke, wenn ich nur daran denke. Glaubst also, dass das ein Monster war? Ich wusste nicht, dass mein Bruder Monster als Freunde hat, aber es muss jemand gewesen sein, der sein Gesicht kennt. Jedenfalls müssen wir uns vor gar nichts fürchten, solange Mario bei uns ist. Richtig, Mario? Träum weiter. Ich bin dafür da, dass du dich fürchtest.
Da waren 3 Toads drin. Ich habe da einfach nur gegengeschlagen. Wir haben uns ziemlich gut kennengelernt, als wir alle zu Rampen gerollt waren. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Money! Hallo, ich will mehr! Wollte schon sagen, das sind auf jeden Fall welche. Danke, Mario, besuch mich doch mal im ersten Stock, falls du hungrig wirst. Ich arbeite da im Restaurant. So, der nächste. Sag's nicht meinem Chef, aber meist stehe ich nur den ganzen Tag hier und mach nichts. Dieser Angriff war also ziemlich aufregend. So, und der letzte. Uff, danke, Mario. Jetzt kann ich endlich wieder Souvenirs und Items verkaufen. Wenn du Lust auf eins hast von den beiden, komm jederzeit vorbei. Und ich sehe, dass da noch einer an der Wand hängt. Klasse, du hast mich bemerkt. Ey, das ist mal ein tolles Gemälde. Ich bin stolz darauf, in einer derart künstlichen, wertvollen Umgebung gehangen zu haben. Ja, wenn es dich glücklich macht. Einfach so lange schlagen, bis der abfällt. Okay. Ui, so viel Spaß hatte ich ewig nicht mehr. Kannst du mich nochmal zusammenfalten, damit ich noch eine Runde drehen kann? Wenn du das so dringend willst. Lässt sich vielleicht was machen. Ich muss erstmal ein paar Schnipse holen. Huch, die Tür ist blockiert. Aber wovon? Vielleicht sollten wir erstmal versuchen, zur Spitze des Turms zu kommen. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe keine Schnipsel. Das Riesenloch hat alle Schnipsel aufgebraucht. Hey, darf ich mal was probieren, bitte? Zweiter Stock. Kosmetik, Handtaschen, Herrenbekleidung, Zitronen, Parfüm und Campingausrüstung. Was genau wolltest du damit jetzt versuchen? Das ist nicht zweiter Stock. Wir erreichen nun den dritten Stock. Weiter, Matratzen, Abendbekleidung, Mixer und Comics. Na, wie bin ich? Ich wollte schon immer Fahrstuhlansagerin in einem großen, schicken Kaufhaus werden. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was das ist. Ein schickes Kaufhaus, aber es klingt toll, oder? Hast du was dagegen, wenn ich auf dem Weg runter alles nochmal rückwärts aufsage? Wer versucht hier zu kritzeln? Ach, das war viel zu knapp. Was sind das für Dinger? Das nennt man Bleistifte. Ha, das hat mir meinen ganzen Kaufhaustraum komplett ruiniert. Moment, da fällt mir was ein. Werte Aufzugpassagiere, es wird eine kleine Verzögerung geben, während sich mein Freund Mario um einen Notfall kümmert. Psst, tu doch was, Mario. Ich muss die rausschlagen. Ich klebe an der Decke. Jetzt geht's abwärts. Hui! Gut, dass ich den vorher rausgeholt habe. Aua. Erdgeschoss, geplättete Helden, zerbrochene Träume, Glasscherben und Sportausrüstung. Hallo. Den nach da. Die rein. Und dann den nach da. Ich habe mal was hinbekommen. Es geschehen auch Wunder. So, jetzt kann ich die Glitzerstiefel ja beruhigt einsetzen, ne? Hui. Und direkt mit dem Glitzerhammer weiter. Ich weiß, der normale Hammer würde reichen, aber ich will die mal ausnutzen. Na gut, komm, jetzt auch mal der normale. Irgendwie müssen wir ihn ja eins auf die Rübe geben. Boah, da haben sich mittlerweile echt viele Toads schon versammelt. Und das sind ja noch nicht mal alle, ne? Da kommt wahrscheinlich noch mindestens die Hälfte. Jetzt ist wirklich die Frage, wo kriege ich jetzt Schnipsel her? Tja, beim Ausflug geht wohl nichts. Nimm doch die Treppe.
Ja, das sagt sich so leicht. Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Ich bin der beste Rettichkoch der Küche. Was, wenn gerade jetzt jemand Rettich bestellt? Ja, da komme ich nicht hin. Ich habe vergessen, die Gegner geben ja auch welche. So, mehr habe ich nicht. Ab nach oben. So, hier braucht ein Toad wieder Hilfe. Der hängt bestimmt irgendwo. Da nicht. Da ist bestimmt das Restaurant. Chefkoch Spezialmenü, Omelette und sehr wilder Reis. Okay. Hier sind noch mehr Kritzeleien. Aussichtsplattform, Restaurant, Panorama, hier entlang. Den brauche ich, glaube ich, nicht rufen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall die Treppe. Oh. Hier fehlt was. Oh nein, nicht auch noch diese Treppe. Und ich glaube nicht, dass du gerade ausreichend Schnipsel dabei hast. Denkst du, wir finden hier genug Schnipsel, um sie zu reparieren? Hey, ich habe zufällig mitgehört und vielleicht kann ich helfen. Ich habe da gerade eine ganz blöde Situation in meinem Restaurant. Ich mag es nicht mal laut aussprechen. Ich bin der Chefkoch, aber ich kann mich unmöglich blicken lassen, bevor die Situation bereinigt ist. Kannst du mir nicht helfen? Du kümmerst dich um das Problem, erzählst es nicht rum und ich zeige mich erkenntlich. Der hat auf jeden Fall ein Küchenproblem. Und hier hat ein Kind seine Freiheit ausgelebt. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das Küchenproblem, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!